Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir den... Oh, Sekunde. Was machst du gerade so... Oh, was ist... Was machst du gerade so? Ich hoffe, du freust dich über das Geschenk. Oh, ein See. Stachel-Ding-Sie. Danke, Emily, das ist nett von dir. Gut, wir haben in der letzten Folge eine lustige Member-Card gefunden. Sweet Chamberry. Sweet Chamberry. Dazu fällt mir was ein. Ich weiß schon, was wir in dieser Folge machen. Ja, wir ernten Cranberries. Aber wir machen noch was anderes. Ihr werdet es gleich sehen. Ich freue mich gerade wegen Cranberries und gehe gerade so ein bisschen ab wie so ein kleines dummes Kind. Okay. Gut. Wir strukturieren das erstmal hier alles. Ich darf jetzt noch nichts vergessen. Ach stimmt, ich wollte ja noch Schweine und Schafe kaufen. Das können wir am besten heute auch gleich noch machen. Also wir kaufen Schweine und Schafe. Ich mache was mit dieser tollen Berry. Vielleicht gucken wir noch, was mit der tollen Clubkarte ist. Das können wir aber auch auf später verschieben. Wir müssen ja nicht zu viel in einer Folge machen, an einem Tag. Am Ende schaffen wir eh nicht alles. Gucken wir mal. Okay, Mülltank hat nix. Aha. So. I'm sorry. Nice. So. Perfekt. Gut, dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Macht, was ihr auch mal wollt. Oder ja, von mir aus geht raus und fresst was. So. Pack, pack. Quack. Da, Queen, da. 2-1, Risiko. Da, Queen. Ja, ja, ist gut. Ah, ah, du auch noch. So. Okay. Dann lass ich jetzt auch nochmal raus. Raus! Raus! Sie rausstürmen, ne? Als ob es das letzte Tag ihres Lebens wäre. So, ich könnte generell hier mal gießen. Das vergesse ich immer in letzter Zeit. So. Okay. Dann, naja, macht weiter. Robin macht auch ihr Ding. Da können wir... Oh ne, der hat mir, glaube ich, schon genug geschenkt, ne? Jo. Na gut. Dann... Wie machen wir denn das jetzt? Ernte hier ganz kurz das. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt eigentlich fast besser, wenn ich immer so Ruhm mit habe. Oh, dann habe ich jetzt nicht dabei. Dann gehe ich einfach zu Fuß, meine Güte. Ich soll mich nicht so haben. Gut. Ich hoffe, Marnie ist auch da. Das wäre ärgerlich, wenn dies nicht der Fall wäre. Marnie, du alle Nudel. No. Bisschen was zum Norschen. Ich geb dir hier Hashbrows. Darauf stehst du doch, oder? Ja. Oh, danke. Ja, klar, Hashbrows. So, Animals. Ein Schwein. Wisst ihr was? Ich kann ja das Huhn des Lopez verkaufen, aber Schweine. Oh, das geht noch nicht. Scheiße. Ich nenne erstmal Lob 2. Er ist halt ein kleines Ferkel. Also, egal. Nicht, was ihr jetzt denkt. Wir schicken uns immer so lustige kleine Schweinebilder hin. Also mit süßen kleinen Ferkeln. Und egal. So, und dann noch ein Schaf. Bäb. Wir nennen es. Kann ich es Voltilam nennen? Oh, das geht sogar. Oh, voll süß. So, haben wir noch Money für something? Noch ein Animal. Noch ein Pick. Da habe ich aber kaum noch Geld, ne? Schaf kostet weniger. Dann kaufe ich erstmal noch ein Schaf. Na gut. Das finde ich dann so ganz voll krass und spektakulär. Pass auf. Party. So, okay. Great, ever sent little Varty away and so on. Okay, warte mal. Kann ich mit der lieben Chars noch reden? Kann ich hier rein? Lässt sie mich rein? Oh geil, lässt mich sogar rein. Hi! Was mögen kleine Kinder so? Ich
Gib ihr eine Cranberry. Hoffentlich mag sie die. Ach so. Hat dir das gefallen? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ist der Herr der Erschöpfung da? Nee, das ist bestimmt Arbeiten im Julia-Markt, natürlich. Na gut, dann lasse ich euch euren Spaß haben und geht da mal. Ich ziehe da mal von dannen. Top, 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 top. Top, 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 top. Top, 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 top. Dann nehme ich das mal mit. Hallo? Oh ja, damals, als das Blackberry-Handy noch gut war. Ach, das waren Zeiten. So, ich kann, damit ich einmal hier bin. Alter! Voll krass gewonnen, hätte ey! wenn ich einmal hier bin, kann ich auch gleich wieder krasses Holz sammeln. Das ist übrigens die offizielle Bezeichnung von diesem Holz. Das steht auch so im Duden und bei Wikipedia. Krasses Holz. Daher kommt das Wort krass nämlich, weil krass super duper gut heißt. Bitte hört nicht auf das, was ich sage, liebe Kinder. Hört nie auf das, was... Doch, manchmal schon. Manchmal sage ich Dinge, die gar nicht mal so dumm sind. Aber das war gerade ziemlich dumm. So. Hab ich. So. Ein Pilz. Ein Chanterier. Stopp. Stopp. So, was geht mit dir ab, Sonicar? Und Master Caloni, still searching for the sweetest taste. Na hier, take the sweetest taste, bitch. Krass. You found the star drop, your mind is filled with drops of chocolate. Oh ja, so viel Schokolade in unserem Kopf. Cool. Haben wir irgendwie gesehen, wie viele Star Drops wir schon genascht haben? Hier ist keiner, ne? Das ist. Kann man es irgendwo sehen? Vielleicht irgendwie hier? Nee, warte mal. Hier? Nö, hä? Wisst ihr das, ob man es irgendwie sehen kann, wie viele Star Drops man schon Intus hat? Oh, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Gut. Ja, das war das von Meister Connelloni, das tolle Rätsel. Das dachte ich, das mache ich mal noch. Und jetzt habe ich noch einen Star-Drop und bin schon ziemlich cool jetzt, ne? Also, muss man zugeben, ne? Schon ziemlich geil. Ey. Gut, macht man heute noch so. Wir können... Hat Clint heute offen? Weiß irgendein Mensch, ob Clint heute offen hat? Ich glaube, der hat offen. Da können wir wieder mal ein paar Geoden bei ihm öffnen und wieder ein paar Sachen verschenken in der Stadt. Ja, das wäre eine gute Sache. Dann sortiere ich mal mein ganzes Zeug jetzt ein. Ja, machen wir mal, ne? Gut. Ich kann auch mal mich mal um meine Tiere kümmern. Ich vielleicht, ja, ich glaube, ich verkaufe auch das Lobhuhn. Hallo, ein Huhn, das Lob heißt. Geht's noch? Wo leben wir hier? Und ihr? Was geht mit euch so? Ihr habt keinen Bock, irgendwie mal was hier fertig zu machen, ne? Ja, na gut. Habe ich hier noch Gold? Hier, tusch die rein. Krass, ey. Oder? Ich kann... Ah, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ich bin eigentlich immer ein bisschen verwirrt, aber jetzt gerade besonders. Müsst ihr mir glauben. Oh. Sweet Cranberry. Wow, what the fuck? 4.500, müsst ihr mich verarschen. Alter. Cool. Was passiert, wenn ich, kann ich da so Chess for the Lulz so? Wie viel? Machen wir mal. Was würde ich jetzt alles tun? Ich wollte Dinge einsortieren. Genau, Pilze als erstes. Das und das. Das kommt hier rein. Die ganze Reihe hier kommt hier oben rein. Das kommt hier hin. Das kommt ganz nebenbei auch noch hier hin. Das kommt hier rein. Das kommt da rein.
Das kommt dort und dort hin und das verkaufe ich. Und dann ist natürlich noch die Frage. Okay. Ja. 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 So will mit selbst reden ist nur. Jetzt habe ich schon nur ein fucking Rare Seed rausgekriegt. Das ist euer fuck. Okay. Es lohnt sich also nicht, Rare Seeds draus zu machen, wie es aussieht. Oh. Okay, der hätte schon wohl doch verkaufen sollen. Ich meine, 4500. Schon ziemlich geil. Na gut. Hätte ich es nur gemacht. Naja, weiß man vorher nicht. Oh mein Gott, ist die geschafft. Oh mein Gott, ist der Dicke Schaf. Oh mein Gott, ist das süß. Beste Schaf ever. So, wer von euch das Lob? Du bist Kazooie. Du bist Tweety. Was war denn Lob nochmal? Bobo. Lob, du musst verschwinden. Wir haben das schon. Du wurdest gepimpt. Niki. Du bist... Ah, Lob war doch... Lob nicht ein Kaninchen sogar? Wartet. Trash? War doch Lob... Lob war doch 100 pro und kein... Basti und Trash. Muss er doch. Was ist Basti? Da! Das muss Lob sein. Genau. Ich würde dich gerne rename. Geht das? Self for change unbedingt. Nein, ich will. Kann man das nicht mehr ändern? Damals konnte man das ändern. Hä? Habe ich jetzt ohne Scheiße jetzt ein Schwein, was fucking Lob 2 heißt? Boah, was? Das ist aber so ein dummes Schwein, das fucking Lob 2 heißt. Oh nee. Oh Mann. Hallo Lob 2. Ja, das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir auch. Ich glaube, draußen geht gerade uns die Welt unter. What the fuck? Ich glaube, uns ist gerade draußen wirklich die Welt unter. Kurz auf, K. Yep, die Welt geht unter. Hoffentlich habe ich das nicht vergessen, das rauszuschneiden. So. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht. Weil das peitscht gerade übelst gegen die Wand, gegen meine Außenschalousien. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht. So. Und so. Okay. Geh ich. Ich gehe nochmal zu Krobus. Oh, ich glaube. Okay. Das mit Clint hat sich jetzt eh erledigt. Das ist, glaube ich, schon viel zu spät. Dann machen wir das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Gut, was machen wir denn heute noch? Eigentlich könnten wir dann langsam. Habe ich eigentlich HW schon genug geschenkt? Gut, das kriegt man eigentlich soweit ganz gut jetzt erstmal hin. Und Kyoto sagt's. Kyoto sagt das, was wir alle denken. Holy moly, Macaroni. Holy moly, Macaroni. So. Und den Wein muss ich noch verkaufen. Ich denke mal, da sind wir jetzt halt erstmal mit einem durch, oder? Da geht die Folge vielleicht ein bisschen kürzer. Oh, schon nehme ich auch gerne den Anfang. Alter, Kyoto. Anfang mit Schneiden. Sind wir soweit eh alles durch? Oder wir gucken mal ganz kurz, ob Robin schon fertig ist mit ihrem Zeug. Oh, die Tiere sind schon drin. Nice. Ah, nee. Gut. Warte mal. Muss ich nicht irgendwie auch noch scheren oder so, die Schafe? Habe ich eine Schere für die Schafe überhaupt? Das muss ich gleich auch nochmal überprüfen. Okay, nein. Robin arbeitet noch. Da können wir noch nicht noch ein bisschen Vorrat machen. Vorrat machen, was? Ein bisschen was für den Winter sammeln. Habe ich sowas wie eine Schere? Muss ich die kaufen? Habe ich die schon? Ach, hier. Shears. Gucken wir mal. Schafi, Schafi.
Kleine Schafis, wo seid ihr? Seid ihr noch draußen? Jetzt sind sie reingerannt, die Lümmel. Die ollen Lümmel. Kann ich sie auch scheren, wenn sie noch schlafen? Wenn sie schon schlafen? Okay, sie sind eh noch wach. Ach so, okay, sie sind noch zu jung. Na gut, dann macht mal euer cooles Ding hier, ne? Ich will mal euch einen Stern. Okay, warte mal, habe ich hier zufälligerweise aus irgendwelchen Gründen eine Box drin? Nein. Jetzt hätte ich das gedacht, dass ich da vielleicht die Scheren und so schon mal rein tue. Vielleicht auch das Mag-Ding. Da kann ich das dann aber direkt dann rausholen, wenn ich die Mägen bzw. scheren möchte. Das könnte ich eventuell mal tun. Warte mal, das mache ich mal. Brauche ich ja Holz. Sekunde. So. Dann stelle ich die da jetzt irgendwie mal rein. Die verkaufe ich vorher noch. Gut. Oh, jetzt geht die Folge doch noch ein bisschen. Okay, Sekunde. So. Stellen wir das mal irgendwie hier so. So. Genau. Oh, da haben wir auf jeden Fall zwei Plätze. Jetzt Platz. Und jetzt schlafen die. Och, sind sie nicht süß. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wie mir jetzt Let's Play Stardew Valley. Und ja, ich hoffe, wir heiraten bald mal. Das wäre relativ nice, so da ist süß. Und die werden auch hoffentlich auch bald herausfinden, was es mit dieser tollen Clubkarte auf sich hat. Also, ich weiß, glaube ich, schon, wofür sie ist, aber ich weiß nicht genau, was da passiert. Also, wir werden sehen. Okay, dann. Bye.